So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. So, Wetterbericht, morgen wird es sonnig sein. Guck mal kurz, Living of the Land. Find any tree seeds while chopping wood. You can plant those in the ground and a new tree will grow. Punkt. Get creative. Kreatives Bäume anpflanzen und so. Wer macht das nicht? So, im Hühnerstall ist offenbar alles im Lot. Gucken wir mal. Gut, ich habe ja auch alle gefüttert. Besser kann ich, ob die hier random krank werden. Oder ob es überhaupt so Tiermedizin und sowas gibt. Oder ob die einfach schlecht gelaunt sind, das kann auch sein. Also, kommt hier bei Harvest Moon, waren die dann einfach schlecht gelaunt, wenn man sie nicht gefüttert hat. Dann haben sie halt am nächsten Tag kein Eier gelegt oder nicht gegeben oder was auch immer. So. Dann wachsen unsere Bäume hier auch schön weiter. Können wir vielleicht mal die paar Dinger hier entfernen. Was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass dieses Winter Forage, was wir da noch gesucht haben, diese Snow Gems, die findet man irgendwie, wenn man mit der Hacke oberflächlichen Schnee bearbeitet. So wurde es genannt. Das heißt, wenn man halt random irgendwie Schnee dann umgräbt hier, dann sollte man das, sollte das irgendwann mal droppen. So habe ich das zumindest verstanden. Jetzt weiß ich aber auch nicht genau, was oberflächlicher Schnee dann heißt. Ich hätte jetzt vermutet, dass es solche Veränderungen in der Schneedecke sind. Aber offenbar nicht. Und auch so hier solche weißen Stellen sind es jetzt nicht. Das ist es auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. The Festival of Ice has begun. Habe ich noch was zu erledigen? Guck mal kurz. Oh, guck mal. Ich finde es interessant. Die Dinger funktionieren tatsächlich auch im Winter. Ich habe aber den Eindruck, dass sie das eigentlich gar nicht sollten. Aber ich weiß es auch nicht genau. So, Pilze haben wir keine neuen. Ja, schade. Wenn das Festival heute ist, dann kann ich den Dings gar nicht bauen lassen, den Stall. Das ist ja schade. So. Steine. Naja gut, Steine sollten wir dann aber auch genug haben dafür. Aber auch gleich zu dem Festival gehen. Vor 2 Uhr mittags sollte man dann dahin. Bis dahin geht das nämlich. So. Müssen wir mal schauen. Und ist jetzt die Frage, woher man diesen, eben dieses Winterforage herkriegt. Irgendwas mit, ja, versuch mal mit der Hacke ein bisschen Schnee umzugraben. So hat sich das angehört. Und dann mal gucken, was raus wird. Ich kann natürlich jetzt nicht mal eine halbe Farm da umgraben, nur um herauszufinden, ob es jetzt irgendwo drunter liegt. Ich meine, ich kann schon, aber es dauert dann halt ewig. Und hier, ja gut, hier kann ich jetzt wegen dem Festival kein Werkzeug verwenden. Idiot, I'm entering the ice fishing competition today. Why not? Ich habe meine Angelrute nicht mitgenommen. Das ist natürlich schade. Oh, ice. A beautiful material to sculpt in, but so impermanent. I'm sorry, but carving ice parapets requires my undivided attention. Ja, deswegen kannst du auch leider nicht meinen Auftrag für den Stall entgegennehmen. Jody, the forest looks beautiful in the winter, doesn't it? How's winter coming along for you, 42? If it was up to me, I would probably have a pizza festival at the saloon instead. Was ist denn Shane? Hab noch nie gesehen. George, wife dragged me out into the cold for this. I'm not very creative when it comes to snowmen. Aber den kann man nicht ansprechen.
Der sieht ja ganz lustig aus irgendwie. Interessant, dass der See da jetzt spontan zugefroren ist. Ja, sonst wäre das mit dem Eisfishing auch ein bisschen schwierig geworden. Welcome to the Festival of Ice. The highlights of today's festival is the ice fishing competition. We set up this frozen lake and stocked it full of fish. Just let me know when you are ready to compete. Ja. Hoffen wir, das geht ohne Angelrute. Gucken wir mal. Alright, everyone, let's begin this year's ice fishing competition. Contestants, your goal is to catch as many fish as you possibly can in 2 minutes using the provided fish rods. Sehr gut. You must catch your fish here from these holes in the ice. Well, is everybody ready? Gut, das ist von den... Jawohl. Von den bereitgestellten. Ja, toll. Das bringt einem auch was, ne? Das ist natürlich super. Die richtige, also das Maximum kann man gar nicht rausholen. Weil man es dann außerhalb dieses Loches da sonst wohin schleudert. Na? Nein! War vorsichtig, 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 jawohl. Da ist ja der erste Fisch. Nein! Ach, was soll das? Aber bisher hat, glaube ich, nur... Oder? Ich glaube, bisher hat noch niemand was rausgezogen sonst. Zumindest sah es nicht so aus. Na, das ist echt wie Flappy Birds und genauso frustrierend. Ah, wobei jetzt ging es noch. Das war noch relativ dankbar. Oh, die da unten haben beide einfach mal instant einen Fisch gefangen. Sehr gut. Ah, Treffer. Nein, Fisch, was soll das? Das ging jetzt sehr einfach. Eigentlich hauptsächlich unten stehen lassen. Na. Ah, komm, 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 komm. Ein bisschen schneller. So, vorsichtig, 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 vorsichtig. Oh, diese Koordinationsskills hier. Nee. Ich bleib. Oh, du bist so. Geht doch. Ah, noch einen werde ich nicht schaffen. 4 Stück sind immer schon ein sehr guter Wert, finde ich. Oder? Vielleicht zählt das noch? Ja. Ach ja, komm. Das ist ein Trollfisch. Ah, es hat noch gereicht. 3 Sekunden vor Ende. Zack. Hätte sein können, dass noch was passiert. Und das ist nochmal ein Triggert. Hm. Die Fische sehen noch sehr lebendig aus. Wow, that's a lot of fish. The smell. Ja, wenn der Fisch noch frisch ist, dann sollte er nicht riechen. Das ist sehr schlecht. Now, for the winner of this year's ice fishing competition. 42 with big, 5 big slimy fish. Sehr schön. Ich habe gewonnen. Yay! Here's your prize. Enjoy. Magnet. Increase the chance of finding treasures when fishing. However, fish aren't crazy about the taste. Barbed hook. Make your catch more secure, causing the fish bar to cling to your catch. Aha. Works best on slow, weak fish. Dressed spinner, the metal tab and colorful streamers create an enticing spectacle for fish, increasing the bite weight when fishing. Sailor's cap, it's fresh and starchy. Ach so, ja, das ist ja schön. Aha, ich hab's Angelsachen gekriegt, mit denen ich besser angeln kann. Was irgendwie komisch ist, aber gut. Well, that's it for this year's Festival of Ice. Thanks for everyone coming. Now let's release these poor fish. Jetzt haben wir sie schon gefangen und ihnen einen Haken ins Maul gehauen. I can't believe I won. Well, time to head home. Oh, das Bier ist fertig.
TF. Und im rechten hatte ich doch beim letzten Mal schon was reingepackt, oder? Hm. Interessant. Ja, ich finde es irgendwie lustig, dass ich dann jetzt quasi als Belohnung dafür, dass ich den Angelwettbewerb gewonnen habe, Sachen gekriegt habe, mit denen ich noch besser angel. Aber die wollte man ja bei dem Wettbewerb gar nicht verwenden. Das war ja in dem Sinne außer Konkurrenz. Das war ja mehr oder weniger Chancengleichheit für alle. Nur, dass ich jetzt halt keine Fische gekriegt habe dadurch. Aber man kann ja nicht alles haben. Ah, warte mal, da ist meine Angelroute drin. Dann packe ich da auch mal die Angelsachen rein. So, dann hier in unseren Special-Container packen wir den Kram rein. Sepp. Gott, davon haben wir mittlerweile auch genug. Steine. Oh mein Gott, Holz. Packen wir das mal. Oh, wobei. Ach so, genau, wir haben ja hier noch einen Stack. Das passt ja dann. Wir machen noch einen Geode. Oh, interessant. Guck mal, hier, das kann man alles da reinpacken. Und hier packen wir die Barren mal rein. Ja, Kohle, Erz, all das kommt da rein. Habe ich den Winterboot schon abgegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, und den Zaun lasse ich mal vielleicht hier im Inventar. Den könnte ich nochmal brauchen. Nämlich dann, wenn wieder irgendwelche Zaunelemente kaputt gehen. So. Packen wir nochmal ein bisschen, oder graben wir nochmal ein bisschen Kram um. Um zu gucken, ob man so vielleicht die komische Pflanze da findet. Oder diesen komischen Vorwärtskram. Man könnte natürlich auch mal kurz das Pferd nehmen und kurz einen Ausritt machen und gucken, ob man irgendwo anders was sieht. Oder hier vielleicht? Nein. Wir müssen nur gucken, dass ich so gegen 12 dann langsam wieder zurücklaufe. Das heißt, so weit werde ich gar nicht kommen. Könnte hier sein, ne? So. Ist vielleicht Oberflächenschnee? Naja, das ist Wegschnee. Aha. Ah. Da gibt's Winterwoods. Okay, interessant. Ah, guck mal. Das ist ja interessant. Cool. Dann haben wir das geklärt. So, okay, das wusste ich ja nicht. Ich hatte gedacht, das liegt auch einfach alles wieder nur rum. Weil dann ist das zum Beispiel... Oh, was? WTF, was habe ich denn da jetzt ausgegraben? You found a lost book. The library's collection has expanded. Moment mal, kann ich die Bücher davon überhaupt lesen? Das ist jetzt sehr interessant. Das ist ja sehr interessant. Erd, geh mal bitte weg da. Sag mal, ist so blöd, um das Feld jetzt zu treffen, oder was? Ach nee, es geht einfach nicht. Ach verdammt, schon 1 Uhr. Ja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen riskant, noch zum CC zu laufen. Das ist ja sehr interessant. Ist auch direkt in die Bibliothek von dem Museum übergegangen. Wurde auch nicht gefragt. Ich habe auch nicht mal lesen können, was da auf dem Titel steht. Aber gut. So fährt. Wenn es den Weg zum Stall ja jetzt alleine. Hallo Katze. So. Wir gehen schlafen. Ja, Bier und Mayonnaise. Sachen, die man als Bauer halt so herstellt. Finde ich gut. So, Weather Report. Es wird morgen schneien. Wir haben jetzt 11.000 Gold. Aha, die Bäume wachsen langsam. Das finde ich gut. Gucken wir mal, dass sie es auch weiterhin tun. Ja, da ist alles gut. So. Achso, ich habe vergessen, da oben wieder was zum Brauen reinzupacken. Ein Radieschen habe ich da gelassen. Das hat sich ja gelohnt. Kann man da wohl so eine Eggplant, also so eine Aubergine reinpacken? Würde mich jetzt mal interessieren.
Man kann ja unterschiedliche Weine herstellen. Das funktioniert tatsächlich. Interessant. Ja gut, ich meine, warum auch nicht, ne? We don't have any mail, das ist richtig. Kann man hier eigentlich... Ah, tatsächlich, das funktioniert. Das ist ja sehr gut. Man kann auf dem Pferd sitzen und die Zäune aufmachen. Nein, nicht das Ei essen, vor allem nicht roh. Aha, jetzt habt ihr... Interessant. Ach, guck mal, hier unten war das Ei. Voilà, das habe ich gar nicht gesehen. Nein. So. Immerhin, also immerhin haben sie dran gedacht, dass man durch die Tore gehen kann, so. Ah, guck mal, das ist doch super. Kann ich direkt hier meine Farm an Mayonnaise-Maschinen auslasten. So, Holz und Stein und alles habe ich dabei. Gold habe ich genug. Hand im Moment. Heißt, dass ich gleich zu einem Carpenter gehen kann. Der macht ja erst um, ich glaube, 9 auf. Vielleicht gehe ich vorher zum CC oder ich hack so lange erstmal noch weiter auf meine Bäume ein hier. So. Ein immer grüner Baum. Wobei er momentan eher grün-weiß ist. Na komm, haut ruf. Ich glaube, den einen Winterwood, den wir gebraucht haben für einen Bundle, den haben wir schon abgegeben. Weil ich jetzt zufällig beim letzten Mal auch noch so ein Winterwood gefunden habe. Oh, hier sind noch Steine. Na, okay. Das war's aber an Stein. Ich würde sagen, wir werden erstmal den Stall kaufen. Und dann gucken wir mal. Ich schätze mal, da wird ein Inkubator bei sein, den man dann als Eier ausbrüten kann, um günstiger an Hühner zu kommen, als sie eben für 800 zu kaufen, das Stück. So. Ja, immerhin wird es langsam weniger. Also der Baumbestand, den wir hier haben. Ich muss mal gucken, wie viel noch in meinem Silo drin ist. Aber so viel weniger kann es eigentlich gar nicht geworden sein. Ich habe jetzt quasi heute gar nicht mal Heu verbraucht. Und ich hatte ja vorher das eine Silo komplett voll und das andere war ja auch, ich glaube, zur Hälfte oder so gefüllt. So. Jetzt Kram einsammeln. Ich finde das Pferd ja auch sehr knuffig. So, was sagen meine Silos? Was? 366 von 480. Ach komm. 240 passen in ein Silo. Das heißt, das ist... Hui, das ging aber schnell. Ach schade, vom Pferd aus einsammeln klappt aber nicht. Schade eigentlich. So, Mayonnaise. Gut. So, dann mal auf zum CC. Wo auf dem Hinweg können wir auch ein bisschen vorwärts mitnehmen. Und der Carpenter ist ja auch dann da. Also ziemlich in der Nähe. Jetzt weiß ich nur nicht, dienstags war da der Abomic-Kurs zufällig. Oder irgendwas anderes, was sie vom Arbeiten abhält. Oder bei dem sie vorgibt, dass es sich vom Arbeiten abhält. So. CC? Nein. Mensch, jetzt lass mich da rein. So. Nee, Quality Crops kann es knicken. Animal Bundle, nein, das war der falsche Raum. Offensichtlich. Nein, was haben wir hier noch? Winter Forwarding, genau. No Jam. Bundle complete. Rewards.
Winterseeds. Muss man die wohl gießen? So, der Raum ist fertig. Ganz viele kleine Spirits casten ja gerade. This house was empty for years. The trees moved in and so did we. Oh, guck mal, das sieht doch schön aus. Mit schicker Dreieckstapete. Mit einer Couch, ein bisschen Spielzeug. Sogar einem Spinnrad. Ein bisschen Brennholz, denke ich mal. Weiß zwar nicht, wo man es hier lagert, so ganz weit vom Ofen entfernt, aber ist auch egal. Dann auch eine Schreibmaschine, eine kleine. Ja, jetzt sieht man wahrscheinlich... Oh, doch nicht. Das ist interessant. Ich dachte, dass die... Warte mal, die Sterne... Geben die nicht wieder, wie viele Räume schon fertig sind? Doch, geben sie. Okay, man muss aber einmal raus und wieder reingehen. Dann funktioniert das auch. Gucken wir mal, ob hier auch irgendwas bei ist, was keinen Fisch voraussetzt. Ach, guck mal da. Wir brauchen doch eine Clam und eine Auster. Ich glaube, die drei haben wir schon, oder? Aber, weiß ich nicht, ob ich die noch habe. Ich brauche 5 Stück. Hier 5, vielleicht habe ich die sogar schon. Pass auf, da gucke ich jetzt gleich mal, nachdem ich beim Carpenter war. Oder ich gehe dann zum Strand und gucke mal, ob da noch was liegt. Sehr weihnachtlich. Nein, ach man. Doesn't a steaming hot cup of coca sound good right now? Es ist ernsthaft Dienstag und sie ist deswegen beim Erfolgskurs. Warum denn den ganzen Tag? Was soll das denn? Komm, wir gehen da eben zum Strand und gucken, ob wir da was einsammeln können. Da müssen wir aber den langen Weg nehmen. Ist dann irgendwie ein bisschen komisch, wenn du dann mit dem Pferd schneller reisen kannst, aber mit dem Pferd nur durch bestimmte Bereiche kommst. Oder durch bestimmte Wege und dann wieder längere Wege in Kauf nehmen musst. Ist quasi wie mit dem Auto. Kannst auch nur mit über die Straße fahren. Auch wenn der Bürgersteig vielleicht manchmal schneller gehen könnte. Naja, okay. Das ist unwahrscheinlich. Was haben wir denn da? Ach, Glassplitter. Okay, also jegliche Bodenveränderungen sind definitiv interessant, weil sie irgendwelche Sachen droppen können. Wie mir scheint. So, mal da. Da war nix. Wenn ich dann, da kann ich nichts mitmachen, okay. Winterwood. Da war nix. Winterwood. Lustigerweise ist ja bei so einem Ding, was so aussieht, als wären, würden da Winterwoods sein. Da ist ja beim letzten Mal auch das Buch gedroppt. Was ist das? Okay, man weiß es nicht. Da war nix. Da war Clay drunter. Das wird nix sein. Oder? Naja, kann man nicht abbauen. Ach komm, noch ein Buch? Was ist denn das hier? A Lost Book. Interessant. Ach komm! Wie viele von diesen Büchern gibt's wohl? Jetzt mal ganz im Ernst, wie viele Bücher gibt's davon denn bitte? Okay, wahrscheinlich zu 200 oder so. Das war jetzt Buch Nummer 5, glaube ich, was ich gefunden habe. Sehr gut. Haben wir das geklärt. Ein Auster. Na, hier ist jetzt nicht so viel los. Hier sind eigentlich üblicherweise nur die Korallen, die man einsammeln kann. Jetzt sind es gerade nicht mal viele. Na, komm. Mal eben 5 Bücher gefunden. Sehr gut. So. Aber die Korallen habe ich nicht gebraucht für irgendwas. Ach, jetzt hat das Museum schon zu. Schade. Ich denke mal zumindest, dass es zu hat.
Ach, Clay, du habt da. Interessant. Also da, wo diese drei Fäden aus dem Boden kommen, da sollte man auf jeden Fall immer mit der Spitzhacke nachhelfen. Ach, ist doch noch nicht closed. Aha. Was kann ich denn momentan spenden? Ehrlich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wären einfach nur Glassplitter gewesen. Ist jetzt auch nicht hier aufgeführt. Warte mal. Dann gehe ich da jetzt mal kurz hin. Glass Shards. A mixture of glass shards smoothed by centuries of ocean surf. These could have belonged to an ancient mosaic or necklace. Einfach nur Glassplitter. Im Endeffekt. Tipps on farming. Use fertilizer to improve quality, reduce workload or hasten crop growth. Fruit trees take a whole season to grow, but they require very little maintenance. Keep the area directly around your new sapling clear or else it may not grow properly. Crops will die as soon as the season ends, unless they grow in multiple seasons, like corn. Some crops, such as kale and wheat, need to be harvested with a scythe. On foraging, the local wood and mountains are great places to find wild produce. A good forager will clear out any weeds, stumps or stones from this area, so the wild produce has plenty of space to grow. Aha. Geht doch gar nicht, dachte ich. Expert foragers know the secret to cultivate wild food so that they can so it can be grown on the farm. Isn't that amazing? Das hatten wir gerade. The Fisherman Act 1. Ach nee, komm, das ist irgendein Dings. Ist ein Book missing hier? Da. How deep do the mines go? This question has been pondered by many Stardew explorers over the years. The truth is no one really knows. Or at least they aren't telling anyone. Unfortunately, many of those who venture deep into the mines never return. However, there have been a few bold adventurers who have traveled deep into the mines and have resurfaced with interesting reports. Apparently, there are three distinct areas in the mine, each with unique monsters and treasures. Some adventurers speak of gigantic underground lakes and strange creatures, but no one of these claims have been proven. Okay, da. Oh Gott, da fehlen aber viele Bücher, glaube ich. Ja, ich kann nichts spenden, ist gut. Lustig irgendwie, dadurch, dass die, verdammt, jetzt war ich gar nicht mehr beim Schmied. Egal. Dadurch, dass die Zeit auch vergeht, wenn du in Gebäuden bist, kann es halt sein, dass die Gebäude dann einfach schließen, wenn du noch da bist. Deswegen ist ja gerade auch einmal plötzlich draußen das Licht ausgegangen. Also das hat man ja im Fenster gesehen. Der Shop hatte zum Beispiel auch lange nicht mehr auf, eigentlich. Ach, jetzt war ich doch noch nicht zu Hause. Ach ja. Aber ich habe trotzdem Sachen gefunden, die ich abgeben kann. So, Crabpot. Das. Außer. Das war die Wassermasse. Das fehlte noch. Ja, ich guck mal, was hier sonst noch so ist. Pufferfisch. Jawohl. Nee. Gut, dann wieder zurück zur Farm. Ja, wir gehen mal hier runter. Bei Pierre ist vorbei und dann gucken wir mal, da müssen wir halt irgendwann anders mit dem Carpenter machen. Oder Carpenterin. Wenn sie nicht arbeiten will, kann ich nichts machen. Das ist das Problem.
Pickletops. Komm, pass auf. Legen wir das jetzt ein. Wenn das funktioniert. Kann man das einlegen? Hm. Das hier vielleicht? Hm, nee. Das hätte mich auch sehr überrascht. Ja, da habe ich gerade jetzt nichts im Inventar, was man da einlegen könnte. Ist auch nicht so schlimm. So. Falle und was weiß ich. Winterseeds. Hm. Können wir eigentlich mal kurz einsäen hier. Ja, das war nicht das, was ich machen wollte. Ist aber auch okay. War das jetzt so ein Premium-Sprenkler, der alle vier Felder um sich herum, also alle Felder um sich herum macht, ja, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, Winterseeds. So. Ich werde aber trotzdem mal alle Felder hier nutzen. Auch wenn es jetzt ein bisschen komisch aussehen wird. Ist auch egal. Da droppt der Quop, der Clay, das glaubt man gar nicht. So. 11 Felder noch. Das heißt so dreimal und. Na gut, das ist jetzt 3x4 hier. 3x3 hätte ja fast gereicht. So. Ich will mal hoffen, dass da nichts bei ist, was irgendwie einen Zugang braucht, also was, hier so wie Hopfen oder so, aber das wäre sehr untypisch, weil das ja normalerweise dabei steht. Oder nicht dabei steht, sondern man sieht's ja. Wenn da so ein Gerüst drumherum ist, dann kann man da ja nicht direkt hinlaufen. Beim Gießen manchmal ein bisschen blöd. So, jetzt erstmal geht mir das Wasser aus. Und dann, ja, jetzt muss ich doch nach Hause laufen. Wenn ist der Weg nicht so lang fährt, trag mich mal bitte. So, danke. Schön wäre es, wenn das Pferd jetzt auch ins Haus könnte. Aber das wäre ja ein bisschen unsinnig. So, gehen wir schlafen. Ach, guck mal da. Die Spirits, also die Geister reparieren jetzt die Brücke offenbar. Oh, guck mal, was da rechts alles an Kram liegt. Haha. Sehr schön. Tag 9 des Winters, ne? Ja, ich glaube 1000 allein durch Fauetching. Ja, das ist meine Ansage. Tag 10. Okay, gut, aber wir machen hier mal kurz Pause und dann bis zum nächsten Mal.